Hey, ich bin's Vanni und heute gibt es ein neues Video von mir. Auf Instagram stellt ihr mir immer wieder sehr viele Fragen über das Thema YouTube. Und ich dachte mir diesmal, hey Vanni, warum drehst du nicht ein Video darüber? Und ja, ich beantworte in diesem Video eure Fragen. Insgesamt habt ihr mir ca. 60 Fragen gestellt und ich habe mich jetzt für 10 Fragen entschieden, die so am häufigsten vorkamen. Also falls eure Frage jetzt nicht drankommt, seid bitte nicht traurig, aber ich kann echt nicht 60 Fragen beantworten. Und ja, falls ihr noch ein Video von mir haben wollt, wo ich eure Fragen über das Thema YouTube beantworte, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und vielleicht kommt dann eure Frage dran. Die erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, ist auch die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Und zwar ist das, warum hast du mit YouTube angefangen? Ich habe mit YouTube angefangen, weil ich natürlich auch selber sehr, sehr viele YouTube-Videos sehe. Und ich dachte mir, warum probiere ich das nicht selber einmal aus? Und ja, probiere es aus, wie es ist, wenn ich anderen etwas erzähle über die Kamera, wie es ist, mit einer Kamera zu reden. Und ja, ich bin selber nicht die offenste Person, sondern eher schüchtern. Und ich dachte, vielleicht hilft mir das ja, einfach offener zu werden. Und es hat mir sehr geholfen. Die nächste Frage ist, wie alt sollte man deiner Meinung nach sein, um mit YouTube anzufangen? Meine Meinung ist, dass man mindestens 13 Jahre alt sein sollte, weil YouTube ist ja ab 13 Jahren und es gibt ja einen Grund, warum YouTube ab 13 Jahren ist. Ich finde, so unter 13 Jahren ist es ein bisschen zu jung. Ihr müsst euch natürlich bewusst sein, wenn ihr ein Video ins Internet ladet, dass das jeder sieht und wenn ihr das löscht, dass es eigentlich immer noch irgendwo im Internet zu finden ist. Die nächste Frage ist, wie gehst du mit Hatern um? Und ja, für mich sind Hater einfach nur Menschen, die wahrscheinlich selber mit ihrem Leben nicht klarkommen und das einfach an andere Personen auslassen. Und deswegen ist es mir eigentlich auch ziemlich egal, was Hater sagen. Falls ihr also einen eigenen Kanal habt und auch Hater habt, dann lasst euch nicht unterkriegen und zieht euer Ding durch. Die nächste Frage ist mir etwas unangenehm und zwar, was war dein erster YouTube-Kanal? Und zwar war dies nicht mein erster YouTube-Kanal, sondern schon mein dritter. Mein allererster YouTube-Kanal war zusammen mit meiner Schwester. Wir waren auf jeden Fall deutlich jünger. Ich weiß gar nicht, wie alt wir waren. Auf jeden Fall waren wir jünger. Und da hatten wir einen YouTube-Kanal erstellt und hatten ein Video online. Dieses Video war, glaube ich, ein Kennst du das auch Video. Das war vielleicht 2 Tage online und dann haben wir es schon wieder gelöscht. Hattest du schon länger den Traum, YouTube zu machen oder bist du kurzfristig darauf gekommen? Also ich habe mir früher schon vorgestellt, wie es wäre, wenn ich in diesem kleinen Feld auf YouTube wäre und wenn ich mich einfach auf YouTube sehen könnte. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal selber mache und ja, jetzt sitze ich hier vor einer Kamera und mache das tatsächlich. Also ist das eher kurzfristig. Die nächste Frage ist eine sehr tolle Frage und zwar, was möchtest du mit YouTube erreichen? In erster Linie möchte ich euch natürlich unterhalten, aber ich möchte auch selber Spaß am Filmen und am Schneiden haben. Die nächste Frage ist, ob man eine Kamera zum Filmen braucht oder ob auch ein Handy reicht. Und wo ich mit YouTube angefangen habe, habe ich auch mit meinem Handy gefilmt. Deswegen würde ich sagen, ihr könnt es ja erstmal ausprobieren, mit dem Handy zu filmen. Und wenn ihr wirklich sagt, so ja, ich möchte YouTube länger machen, also über einen längeren Zeitraum, so wie ich, dann könnt ihr ja mal überlegen, euch eine Kamera anzuschaffen. Ich würde euch niemals empfehlen, dass ihr euch gleich eine Kamera kauft, wenn ihr es noch nicht mal ausprobiert habt, irgendwie ein Video zu machen oder zu drehen. Also ja, ich würde sagen, es reicht vollkommen aus, mit dem Handy zu filmen. Ich würde euch nur davon abraten, mit einer App zu schneiden, wo unten dann dieser Name steht. Das sehe ich voll häufig bei irgendwelchen Vorstellungsvideos oder mein erstes Video. Es gibt Apps im Internet, mit denen kann man Videos schneiden über Handy. Und da wird dann unten der Name von dieser App eingeblendet und das stört mich zum Beispiel, wenn ich jetzt Videos angucke, die neu auf YouTube sind. Also davon würde ich euch abraten. Dieses Thema passt auch gleich zur nächsten Frage, denn die nächste Frage ist, welches Schnittprogramm benutzt du? Ich benutze Movie Maker, also das ganz einfache Schnittprogramm. Das kostet kein Geld, ist auch ganz einfach. Also ihr könnt euch da tausende Tutorials auf YouTube angucken. Das ist echt nicht schwer und ja, probiert es einfach aus. Wie findest du YouTube Beef, vor allem den mit KS und Kuchen? Natürlich gibt es oft Streit zwischen 2 YouTubern oder sogar mehreren YouTubern, weil sie natürlich unterschiedliche Meinungen haben oder was auch sonst. Aber ich bin der Meinung, dass man das nicht auf YouTube austragen sollte. Man kann sich auch kontaktieren, privat. Aber ich finde, dass man nicht Videos sozusagen gegeneinander machen soll. Teilweise, dass man sagt, ja, meine Community soll diese Community ruinieren oder sonst irgendwas. Also ich bin der Meinung, das kann man auch privat klären. Die letzte Frage ist, willst du später mal mit YouTube Geld verdienen oder es nur als Hobby machen? Und ich bin schon YouTube-Partner und ich mache YouTube als Hobby. Also ist sozusagen beides.
Das waren jetzt, glaube ich, auch 10 Fragen, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich hoffe, dass eure Frage mit dabei war. Wenn nicht, tut es mir leid, aber ich kann nicht alle Fragen beantworten. Wenn ihr noch ein Video sehen wollt, wo ich eure Fragen über YouTube beantworte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!